mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit Vitali, meinem Cousin. Hi. Ich bin echt gespannt, was heute rauskommt, denn heute machen wir die Origami-Challenge. Ich habe sie schon mit Lucy gemacht, mit Dima, aber noch nie mit Vitali. Also dachte ich mir, muss ich mal machen. Wie immer haben wir 9 Figuren, die Dima für uns ausgesucht hat. Und für jede Figur bekommen wir 5 Minuten Zeit. Wieso 5? Vielleicht 4. 4? Mhm. Wieso denn 4? Weniger Zeit? Ja. Okay, dann bekommen wir halt 4 Minuten Zeit. Huh, Vitali ist heute schlecht drauf, also werde ich heute doppelt so viel rumaffen. I'm sorry very well. Bom, bom, bom. Aber nun gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Was ist die erste Figur, Dima? Sofort. Eigentlich darf man keine Scheren benutzen, wenn man Origami bastelt. Aber weil wir solche Noobs sind, legen wir uns die einfach mal vor uns. Ja, und Kleber auch. Und Kleber auch, aber wir bemühen uns, das nicht zu benutzen. Okay, Leute, ihr habt 4 Minuten Zeit und die Zeit läuft. Shit. Wow, okay. Ah. Das ist das Erste. Wir machen einfach mal. Okay. Bist du fertig? Ja. Ich auch, aber irgendwie sieht das nicht geil aus. Ihr habt eigentlich noch 1 Minute und 15 Sekunden Zeit. Ja, wir sind aber fertig. Die erste Figur ist relativ einfach, auch wenn das scheiße aussieht, aber das passt schon. Okay, wer zeigt es als erstes? Vitali, mach du einfach. Okay, das ist auf jeden Fall meine Eule, die ich jetzt gebastelt habe. Ich kenne mich halt mit Origami und diesem ganzen Bastelzeug also wirklich nicht aus. Deswegen habe ich diese Kreatur hier geschaffen. Okay, ich zeige jetzt einfach meine Figur. Ich habe sie komplett gefaltet. Ohne eine Schere. So sieht es aus. Ich würde sagen, das ist doch ein Punkt wert, oder? Bom, bom, bom. Und ihr könnt natürlich entscheiden, wer von uns beiden in der ersten Runde gewonnen hat. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und wir machen weiter. Oh, ich bin gespannt. Runde. Das wird mit jeder Runde schwerer, oder? Schwieriger. Zeit läuft. Okay. Oh, was ist das? Shit. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. What the fuck? Eine Minute 50. Oh, ich schaff das. Als ob du schon fertig bist, Vitali. Ach, egal, ich gebe auf. Okay, wir sind fertig. Also, jetzt zeige ich einfach mal das Erste. Meine Figur hat keine Ohren. Also ist fast genauso, aber hat keine Ohren. Trotzdem ist es niedlich. Naja. Und jetzt zeig deine Figur. Sag ich ja kein Naja. Zeig. Das ist auf jeden Fall meine Figur. Wow, wir haben hier den Origami Pro. Schon wieder eine Eule, oder was? Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, von allen Origami-Challenges bist du hier wirklich der Meister. Besser als Lucy, Dima und ich wirklich. Das stimmt allerdings. Props. Okay. Dima, come on. Whoop. Dritte Runde. Okay. Okay, die Zeit läuft. What the fuck? Ich hab doch gesagt, es wird unbedingt ein Drache oder Dinosaurier dabei sein. Ja, mal was für Vitali. So, zeig mal, was du hast, Vitali. Ich habe auf jeden Fall diese Runde gewonnen, weil meine Figur sieht auf jeden Fall genauso aus wie auf dem Bild. Ja, auf jeden Fall. Okay, meine Figur ist viel besser als deine. Sieht so aus. Ich weiß nicht, ob das ein Dinosaurier ist oder irgendwas anderes, aber es hat auf jeden Fall Beine. Wie gesagt, ihr könnt immer noch entscheiden, wer von uns beiden die dritte Runde gewonnen hat. Also ich, das ist schon Kunst. Das ist wahre Kunst, Leute. Schenke ich meiner Mama. Ah, lass uns zu der nächsten Runde kommen. Ich bin schon gespannt. So, bitteschön. Thank you. Und? Okay. Sollen wir damit anfangen? What is this? Etwas mit den Scherenhänden oder was? Sehe ich aus wie ein Zauberer? Okay, ich würde einfach sagen, wir zeigen beide auf einmal, was wir gemacht haben. 1, 2, 3. Das ist meine Figur, die ich gemacht habe. Und das ist meine. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Die fällt auf jeden Fall ab. Ich meine nicht. Hast du die dran geklebt oder was? Ja, ein bisschen. Ich kann das in einer Minute machen. Pass auf. Jetzt kommt der Meister. Was war denn das? Weniger als 2 Sekunden. Das muss man erstmal schaffen, Leute. Aber jetzt mal ehrlich, Leute. Wozu ist das bitteschön? Was soll denn das? Wer macht sich denn solche grünen Dinge auf die Finger? Wozu? 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 Ach, ich gebe auf. Nächste Runde.
Fünftens. Schon die fünfte Figur hier habe ich in der Hand. Dima, stopp die Zeit. Los geht's. Also das ist Darth Vader. Darth Vader. Okay. I will never manage to do this, but... Puh. Nicht abgucken, Lina. Ich guck doch nicht ab. Was soll ich denn da abgucken? Ich habe ganz genau gesehen. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Okay. Wir zeigen einfach auf 3 unsere Figuren. Ich habe so gefailt. 1, 2, 3. Ach, der hatte ja noch das Schwert. Das habe ich vergessen. Also mein Darth Vader hier auf jeden Fall. Sein Helm. Sein Lichtschwert. Ja, also sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ah ja. Also, Dima, weißt du noch den Finger, den du aus braunem Papier gemacht hast? Ja. Dankeschön, ich habe den benutzt für den Körper. Da siehst du. Ich bin dein Vater. Also, ich würde sagen, das sieht toll aus. Das sieht genauso aus wie hier. Und wir diskutieren hier einfach nicht. Wir reden einfach nicht drüber. Das ist super. So, weiter bitte. Number 6. I'll open it. Und die Seite läuft schon. What the fuck? What the fuck? What is this? Ich bewundere Menschen, die wirklich Origami basteln können. Ich kann das gar nicht. Ich verstehe das. Wie soll das denn gehen? Das sagst du jedes Mal. Ja, aber ist halt echt so. Ich bewundere wirklich die Menschen, die Origami machen können. 3, 2, 1 und... Fertig. Lass Schere, Stein, Papier spielen und entscheiden, wer als Erster zeigt. Okay? Ja. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Yes, ich. Mein Fuchs sieht echt toll aus. Ich habe extra noch ein Auge hinzugemalt und eine Nase, damit man überhaupt erkennen kann, dass es kein Stern ist, sondern ein Fuchs. Also, so sieht es aus. Zeig mal dein Kunstwerk. Mein Hund, oder? Also, sieht auf jeden Fall so aus. Ist das keine Krabbe? Für mich sieht es aus wie eine Krabbe. Ja, von hinten schon. Also so. Das war erst Level 6. Wir haben 9 Levels. Und ich habe schon Angst, was auf uns zukommen wird. Also das war schon echt hart. Ich auch. Du auch? Ja. Echt hart. Level 7. Das? Nein, nicht dein Ernst. Kein Bock mehr. Come on, guys. Gerade so geschafft. Wir zeigen einfach mal beide auf einmal, was wir haben. Diesmal muss ich ehrlich sagen, das finde ich besser als meins. Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie eine Blume. Das sieht aus wie ein Drache, jetzt wirklich. Ja, bei dir sieht es auch so wie so eine Fledermaus. Eine Fledermaus? Mhm. Ja, vielleicht auch ein wenig. Aber auf jeden Fall nicht wie ein Drache. Ja, aber jetzt ehrlich, wie soll man das denn bitte schaffen? Mit den ganzen Armen und Beinchen, dem Schwanz und den Flügeln und so schönen, wunderschönen Ohren und nicht sowas. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch Origami bastelt und sowas schaffen würde. Also, ich auf jeden Fall nicht, du auch nicht. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber sicher, Lena, du hast doch gesehen, wie ich das mache. Noch 2. Noch 2. Auf demselben Level. Ja, ich weiß es nicht. Shit. Die Zeit läuft schon. Was ist denn das? Menschen brauchen dafür, was weiß ich, 2 Monate, um sowas zu machen. Wir schaffen das doch nicht in 4 Minuten. Ich weigere mich. Okay, ich weigere mich nicht. Aber ich schaffe das nicht. But I will be frozen for last. Nein. Doch, stopp. So hast du nichts gesagt. Lisa, warte, weil das muss ich noch ankleben. Das geht doch so nicht. Okay, du hast schon verloren. Ja, nein, hab ich nicht. Leute, ich hab nicht verloren. Fertig. Okay, zeig du einfach mal als Erster. Da, 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 da. What is that? Also, beim ersten Anblick würde ich sagen, das ist Müll. Das ist die Maus, die ich gemacht habe. Das ist kein Müll, das ist ein Meisterwerk. Ähnlichkeit verblüfft. Ja, das ist ein bisschen besser, glaube ich. Natürlich. Aber du hast wenigstens schöne Augen noch hingeklebt und eine Nase. Und die Ohren sehen wenigstens gut aus. Meine sieht so aus. Das ist eine komplett andere Figur. Also,
wahrscheinlich bekommst du hier wenigstens einen halben Punkt. Und ich keinen. Obwohl entscheidet ihr einfach, wer von uns hier einen Punkt bekommt. Aber das sieht echt kacke aus. Das sieht echt gut aus. Ja, mach mal weiter. Für die neunte Runde habe ich einfach was Einfaches ausgesucht. Ja, ja. Ja, wirklich. Und die Zeit, die läuft schon. Ich bin raus. Nein, ehrlich. Wenn wir das einfach zusammen basteln, du die eine Hälfte, ich die andere. Und dann zusammenkleben, los. Ja, damit du eine Chance hast. Das einfach zusammen machen. Nein, okay, jeder macht es einzeln, okay? Ihr müsst ja dann entscheiden, wer von uns gewonnen hat. Okay, lass wieder Schere, Stein, Papier entscheiden, wer von uns beiden beginnt. Schere, Stein, Papier. Okay, du beginnst. Come on, zeig den. Wow, hier ist mein Schmetterling. Kunstwerk. Das sieht aus wie eine Möhre von hinten. Ja, von hinten. Eine geschmückte Möhre. Eine Möhre mit einer Fliege. Ja. Möhre Gentleman. Okay, meine Figur sieht überhaupt nicht so aus. Ich habe einfach ein bisschen improvisiert. Aber mein Schmetterling hat Fühler. Also, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus? Ja, sieht gut aus. Okay, Leute, das war jetzt die letzte Figur und ich bin echt frustriert, dass wir so dermaßen Noobs sind. Ich dachte, wir würden wenigstens etwas schaffen. Aber okay. Jetzt mal eine andere Frage bezüglich Vitali. Würdet ihr seine YouTube-Videos schauen, wenn er einen Kanal hätte? Interessant, was er machen würde. Comedy? Du siehst echt lebensfroh aus, um Comedy zu machen. Ich glaube, von ihm kommen solche Videos wie 50 beste Gräber, um sich dort zu begraben. Oder sowas in der Art. Ich trinke den ganzen Tag nur Blut. Okay, Leute, wir sind jetzt endgültig fertig. Entscheidet einfach in den Kommentaren, wer von uns beiden gewonnen hat. Vitali oder Lina. Schreibt mal unten in die Kommentare, welche Figur von denen, die wir jetzt gerade gemacht haben, ihr am witzigsten fandet. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ach ja, das Glöckchen natürlich auch nicht vergessen. Und wir gehen jetzt mit Vitali vegane Torte essen. Auf, whoop!